um dann selber aus eigener Kraft unsere Zukunft zu bestimmen. Weil wir sind in irgendeiner Art und Weise fremdbestimmt. Das muss man einfach so sagen. Wir müssen das wieder zurück in unsere eigenen Hände bekommen. Und aber auch durch Expansionspolitiken von China, die die Sache gefährden können, dass wir ganz schnell am seidenen Faden hängen und dass unser System extrem fragil aufgebaut ist. Krustete Situation aufzubrechen, vielleicht sogar die ein oder andere Tradition über Bord zu werfen. Aus meiner Sicht ist das Silicon Valley die Innovationsschmiede des 20. Jahrhunderts. Das Silicon Valley ist nicht mehr der größte Treiber. Der größte Treiber kommt aus Asien. Wir müssen uns in der Tat ein Stück weit neu erfinden. Wir sind in einer sogenannten Komplexitätsfalle. Wir haben immer wieder juristische, aber auch gesellschaftliche Hürden für neue Ideen aufgebaut. Und diese Ideen, die so zukunftsbringend wären, werden leider oft schon zu Beginn zunichte gemacht. Denken immer an die Minderheit, die eventuell dadurch beeinträchtigt wird. Aber wir müssen an die Mehrheit der Bevölkerung denken, welchen Nutzen das für die Mehrheiten hat. Der Adalas ist wirklich ungemein schmerzhaft. Das zu verändern, müssen wir eine gewisse Attraktivität in Deutschland schaffen.